Hi Leute, Forti hier. Vor einigen Tagen gab es ein neues Update in unserem allseits beliebten Game namens Counter-Strike Global Offensive. Und zwar, wenn wir uns das hier mal anschauen, die Release Notes sind bislang nur auf Englisch verfügbar, ist aber glaube ich nicht so das Problem. Und zwar, Non-Prime. Non-Prime Status Accounts will no longer earn XP, Ranks, Skill Groups, Item Drops or Prime Status through Playtime. Das heißt, egal was ihr mit eurem Non-Prime Accounts macht, ihr werdet quasi keine XP bekommen, keine Skill Group, also kein Matchmaking Rang bekommen, keine Item Drops, also das auch irgendwelche grauer Kack wird euch nicht mehr droppen. Und genau, also unabhängig davon, was ihr treibt, zockt, ihr müsst aus dem Account einen Prime-Account machen, um überhaupt irgendwie am Spiel so mehr oder weniger teilzunehmen, beziehungsweise also diese Dinge zu bekommen. Non-Prime-Accounts will not be able to participate in ranked matches. Das heißt, wenn man keinen Prime-Account hat, kann man auch kein Matchmaking spielen. Also kein ranked Matchmaking. Dazu kommen wir gleich. Non-Prime Accounts will not be able to activate bonus rank XP items and can no longer claim service medals. Also sprich auch Service Medaillen kriegt ihr nicht. Also die Geschichten bezüglich Non-Prime beziehen sich meiner Meinung nach schon auf die vielen Accounts, einfach mit denen auch gecheatet wird. Das Problem ist dabei, es gibt halt auch so viele Prime-Accounts, die gehackt wurden, die quasi einfach, geklaut wurden und einfach auf irgendwelchen chinesischen Plattformen für irgendwie 2,50 Euro oder so angeboten werden. Also mal gucken, wie sich das so auswirkt. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Punkt irgendwie schreiben würdet in die Kommentare. Aber ich denke, Das werden wir wahrscheinlich kaum merken. Also außer, dass natürlich keine Non-Prime-Accounts zum Beispiel auch im Overwatch mehr auftauchen werden. Sondern jeder Account im Overwatch oder jeder Fall im Overwatch wird definitiv von einem Prime-Account gespielt sein. Ob sich das so auf die Qualität der Fälle, auf die Cheater- oder Nicht-Cheater-Situation auswirkt, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. So, und der nächste Punkt, Unranked Matches, ist eigentlich so der spannende Punkt. Denn vor genau 2 Jahren, 2019, habe ich ein Video rausgebracht, wo ich 5 Vorschläge gemacht hatte, was man an CSGO verbessern sollte und könnte. Und Vorschlag Nummer 5 dabei in diesem Video war auch tatsächlich Matchmaking ohne Ränge. Und jetzt, Gott sei Dank, hat Valve selbstverständlich mein Video auf YouTube gefunden und die haben versucht, einfach genau das umzusetzen. Nein, aber Spaß beiseite. Wir lesen mal kurz, was hier so steht. Introducing Unranked Matches for Competitive Wingman and Danger Zone Game Modes. Das heißt, einmal Wettkampf, also Matchmaking, Wingman und Danger Zone kann man jetzt auch komplett unranked ohne Ränge spielen, ohne dabei Angst zu haben, irgendwie seinen Rang zu verlieren oder wie auch immer. While still using skill-based matchmaking, unranked matches do not affect skill group and have no skill group party restrictions. Das heißt, ihr könnt auch unabhängig davon zusammenspielen, wenn eure Friends irgendwie Globals sind oder so und ihr seid vielleicht ein gubbeliger Silber. Unabhängig von den Rängen kann man einfach zusammen spielen in diesem unranked Match, also unranked Matchmaking. Non-Prime Accounts are restricted to unranked. Wenn ich das richtig verstehe, kann man mit einem Non-Prime Account auch kein unranked Match spielen. Also die sind ausgeschlossen, oder verstehe ich das falsch? Und die Prime Accounts können natürlich wählen, ob sie ranked oder unranked spielen wollen. Und zwar, das geht hier, da, zack, zack. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Also ich meine, es ist relativ simpel gemacht, aber umso besser ist es eben. Und ja, Ranked Matches will always be with other Prime Players. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie die Möglichkeit, im Match Non-Prime Accounts zu bekommen, wenn ihr selber Prime seid. Allerdings der zweite Satz hier, der irritiert mich, denn hier steht ja tatsächlich, Unranked Matches will be created from the mixed pool of Non-Prime Players and Prime Players. Das heißt, es ist doch möglich, sowohl für Non-Prime als auch Prime-Spieler zusammen Unranked Match
Matchmaking zu spielen. Ja, und was hier unten drunter steht, das interessiert irgendwie nicht so viel. Also natürlich, Scrimmage wird jetzt oder ist inzwischen entfernt. Das hatten wir jetzt irgendwie auch 2 Jahre lang oder ich weiß nicht wie lange, dass man da immer mal so eine Map oder 1, 2, 3 Maps irgendwie im Scrimmage-Mode spielen konnte. Das wurde jetzt entfernt. Schreibt bitte eure Meinung, was haltet ihr von diesen Non-Prime-Änderungen, dass, Non-Prime-Accounts einfach kein Matchmaking, kein normales Ranked-Matchmaking mehr spielen können. Und selbstverständlich auch dieser Part, der mich persönlich am meisten freut, dass es einfach möglich ist, unabhängig vom Rang einfach miteinander zu spielen. Ich weiß, es ist einfach blödsinnig und viele sind auch der Meinung, das macht, also es muss eigentlich gar nicht sein und man muss sich nicht gleich ins Hemd machen, obwohl man irgendwie mit Low Ranks zusammenspielt und selber irgendwie Global oder was auch immer ist. Das machen aber leider immer noch viele. Ich habe keine Lust mit meinen Freunden zu spielen, weil ich dann Angst habe, meinen Rang zu verlieren oder zu verschlechtern. Finde ich auch schwachsinnig, aber naja, also dementsprechend finde ich diese Änderung eigentlich gut.